Erstmals beginnt eine Tour de Ski der Langläufer ohne Steffi Böhler. Die Schwarzwälderin, die alle 12 bisherigen Auflagen in Angriff genommen hatte, fehlt im 18er-Aufgebot des Deutschen Skiverbandes DSV für die 13-Tour. Das Rennen startet am Samstag mit einem Sprint in Toblach und führt bis zum 6. Januar über 7 Etappen auch über Val Müstair, Schweiz und Oberstdorf nach Val di Fiemme, Italien. Böhler hat wegen einer Erkrankung und später einer Verletzung bislang noch kein Weltcuprennen in dieser Saison bestritten. Der DSV schickt 8 Läuferinnen und 10 Läufer an den Start. Dabei steht die Vorbereitung für die nordische WM im Februar im Mittelpunkt. Neben weiteren Qualifikationen für den Saisonhöhepunkt soll es vornehmlich um die Weiterentwicklung der läuferischen Fähigkeiten gehen. Deshalb wird auch nicht der komplette Kader bis zum Tourfinale am 6. Januar auf der Alpe Zermis im Wettbewerb bleiben. Das Aufgebot: Frauen, Julia Belger, Viktoria Kahl, Pia Fink, Laura Gimler, Katharina Hennig, Sandra Ringwald, Elisabeth Schicho, Anne Winkler, Männer, Thomas Bing, Lukas Bögel, Janusz Brugger, Jonas Dobler, Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz, Valentin Mertig, Florian Nortz, Max Olex, Thomas Wick.